Heute ist der 1.11.2016. Mir ist das schon früher mal aufgefallen und so in letzter Zeit, beziehungsweise generell, seit ich in Schneeberg wohne. In Halle, Saale gab es das auch, aber hier gibt es das wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja, doch, in Halle ist es mir auch vermehrt aufgefallen. Naja, es gibt hier so Leute, so Spezies, die vor allem im Erdgeschoss wohnen, wo man entweder als Fußgänger direkt quasi wirklich neben der Wohnung laufen kann. Das gibt's hier, weil ist klar, wenn Häuser direkt am Fußweg sind. Und dann kommt es darauf an, wie niedrig das Erdgeschoss ist. Manche sind ja mannshoch, manche ein bisschen niedriger, manche ein bisschen höher. Manchmal ist dazwischen auch noch ein Zaun bzw. ein Vorgarten. Aber es gibt da so Leute, ja, die haben dann, die gucken da ganz in Ruhe Fernseher und machen was weiß ich. Haben dann aber nur entweder gar keine Gardinen oder nur so halbe oder nur so schwache ohne Vorhänge. Und da kann jeder Mensch reingucken. Dass man da nicht reingucken soll und das nicht macht, oder zumindest nicht länger als, was ich, 4 Sekunden, das ist schon klar, das gebietet da Anstand. Verboten ist es aber nicht. Ja, man kann ja reingucken. Solange man nicht irgendwie ein Grundstück betritt, ein fremdes. Und sonst keine Straftaten und Ordnungswidrigkeiten begeht, man kann ja da reingucken. Und man muss ja nicht mal das Fenster oder Fensterbrett anfassen. Jedenfalls, wie kann man denn so dumm sein, als Mieter, da jeden Arsch reingucken zu lassen? Da könnte ich mich gar nicht entspannen. Ich meine, die sitzen ja dann auf der Couch oder Sessel oder Stuhl und gucken dann halt ihren Scheiß da, ja? Was auch immer die da gucken. Wenn sie in Porno gucken würden, oh, dann könnte das sogar, man darf ja Pornos nicht irgendwie unter 18-Jährigen zugänglich machen. Und wenn da jetzt, was ich, eine 12-Jährige oder ein 12-Jähriger vorbeiguckt und er sieht am Porno, ja, da könnte es strafrechtlich schon relevant werden für die Wohnungsinhaber oder für die Leute, die da halt gerade ein Porno gucken. Es muss ja nicht kein Mieter sein. Ja, aber ihr denkt vielleicht, über was macht der Mike sich Gedanken? Ja, über das, was mich halt ausmacht. Ja, weil ich logisch und gerecht denke und überhaupt der beste Mensch auf Erden bin. So viel zur Bescheidenheit. Ja, wie kann man denn so dumm sein? Ich meine, ich könnte mich da nie wohlfühlen, oder? Ich meine, was ist denn los? Wenn ich da Fernsehen gucken will oder so, überhaupt in meiner Wohnung, da würde ich entspannen. Aber ich weiß, dass bei mir jederzeit jemand reingucken könnte und das auch länger, da kann ich ja nicht entspannen. Der mal zugucken kann beim Fernsehen gucken, beim Joghurt essen, beim Chips knabbern, bei, was weiß ich, bei Rumalbern mit meiner Freundin. Das ist doch scheiße, sowas. Also wie dumm kann man sein?